Ich hab's gesehen, dass er was verloren hat, aber weißt du was? Wir müssen erstmal hier diese verdammten Kerle ausschalten. Oh, verdammt. Okay. Hab nur noch 3 Schuss, um ein paar von denen zu töten. Das scannen wir noch ab. Keine Schuss mehr. Okay. Wir haben es geschafft. Auch wenn wir keine Munition mehr haben, wir haben es trotzdem geschafft. Jetzt muss ich nur noch schnell da irgendwie da drunter und mir das Zeug aufsammeln. Oh, Parker, ich bräuchte ein bisschen Munition. Au. Rettungsringschlüssel. Weg hier. Au. Is that the key to the emergency communication room? Ja, ja, aber da war noch was, das ich aufsammeln wollte. Füll mir klar rein. Das ist nämlich noch oben in der Kabine vom Captain, also von dem Notfalloffizier. Da liegt noch etwas drin, was ich gern haben möchte. Auch wenn das jetzt vielleicht mein Ende bedeutet, aber wir haben es geschafft. Es ist möglich. Man kann den Kerl auch so besiegen. Ja, jawohl. So, lesen wir mal ganz in Ruhe jetzt hier. Tagebuch des Kommunikationsoffiziers. Erster Tag. Zur Promenade gegangen. Zur Promenade zu gehen, war die richtige Entscheidung. Essen und Getränke sind genug vorhanden. Ich hörte dort draußen immer noch diese Biester, die gegen die Tür hämmern und oder nach Beute suchen. Hier kommen sie nicht rein. Ich weiß nicht, ob noch jemand am Leben ist. Aber ich weiß, dass ich das hier überleben werde. Zweiter Tag. Scheiße, die Monster kamen durch den Luftschacht. Ich habe sie erledigt, bevor sie echten Schaden anrichten konnten. Für so etwas wurde ich nicht ausgebildet. Oder? Für so etwas wurde ich ausgebildet. Und ich habe gut gelernt. Man sagt, das Eigenlob stinkt, aber ich bin stolz auf mich. Gut, dass ich wach war, als es geschah. Tief darf es erstmal nicht drin. Dritter Tag. Nach der Überraschungsparty gestern konnte ich kein bisschen schlafen. Ich war am Ende mit meinen Nerven. Ich wünschte, ich wäre nicht der Einzige hier. Bin heute sehr müde, fühle mich unwohl, darf nicht krank werden, nicht bewegen. Muss Energie sparen, halt einfach durch. Vierter Tag. Glaube ich. Ich habe Fieber. Hoffentlich finden die Monster mich nicht so. So nicht. Bin ich infiziert? Oder ist es nur eine Erkältung? Habe eine riesen Beule am Kopf. Schmerzen. Würde gern mit jemandem reden, einsam. Wie viele Tage sind das jetzt? Hab jemanden zum Reden gefunden, bin froh. Er ist lustig. Erzählt viele Witze. Viele sind lustig. Ich lache, lache. Sein Gesicht ist zu nah. An meinem Gesicht. Oh Gott. Er meint das auch. Kein Platz zum Bewegen. Haben gestritten. Er wollte das Ganze essen. Er aß Fleisch, leckeres Fleisch. Hab sein Gesicht gesehen. Kaut, isst. Kein Fleisch für mich. Sah lecker aus, sein Kopf, so lecker. Hilfe, kann mich nicht bewegen, gefangen. Ich nicht ich. Wer ist ich? Hilfe, bitte, Hilfe. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, Fleisch, Fleisch, Essen, Essen, Essi, Fleisch. Okay. Du bist total wahnsinnig geworden. Lass sie herhumpeln. Fuck you all. Ich hau ab. Da hinten konnte ich auch nicht. Da konnte ich nicht lang, gell? Wo gehen die Kerle hin? Jetzt laufen sie hier nur blöd herum. Warte, ich wechsle mal kurz die Waffe wieder. Weil ich finde, die eine gefällt mir nicht so ganz hier. Von Parker. Da findet nämlich die hier mit. So. Lass uns von hier verschwinden. Oh Gott im Himmel, ey. Der erste große Gegner, wir versagen total.
Naja. Einfach weitermachen. Da war nichts, okay. Komm, Parker. I hope the equipment in that room will work. Don't jinx us now. The bad predictions tend to come true. Achso, ja, genau. Von hier kamen wir. Dann gehen wir gerade da wieder lang. Was ein seltsamer Mechanismus das eigentlich ist. Ist ja wahrscheinlich so eine Art Aufzug oder sowas. So, wisst ihr was? Wir gehen mal kurz ganz nach oben. Also wir gehen das nicht durch die Tür, wir gehen das mal. Ah, perfekt. Guck mal, hier ist Munition noch. Genau. So. Na, das ist super. Funktioniert nicht, okay. Das bringt überhaupt nichts. Ist hier überhaupt irgendwas? Was? Solarium? Okay. Das Solarium. Es müsste so eine Art Aufzug sein, glaube ich. Ah ja. Bewegt sich irgendwas. Was ist das? Was ist das, Mann? Was sind das für komische Dinger, ey? Ah, fuck, bevor ich Parkers Waffe abgelegt habe, hätte ich... Ja, also, Ah, da ist noch was. Was ist das? Scannen wir noch das Ding ab. Was auch immer das ist. Achso, das habe ich jetzt schon, okay. Ah, da liegt doch was. Und hier ist ein Rettungsring. Das komplette Ding ist irgend so ein... Das ist so eine Art Muschel oder so, kann das sein? Oh, hier genau über mir. Verdammte Monster, ich komme gleich runter, wenn ich da jetzt durch die Tür gehe. Cool. Okay. Okay, wie machen wir das? Nein. So nicht. So. 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 Okay. Hallo? Ein weiß... Ein Handabdruck schon wieder. Okay. Was? Waffe wechseln? Ja. Okay. So, jetzt kommt die. Es ist halt die Frage, welche Waffe nehme ich jetzt mit? Nehme ich jetzt die Waffe mit? Oder die Waffe? Ich nehme Jill Samurai.
So, dann lesen wir mal, was haben wir hier? Reinigungsbericht für die nächste Schicht. In der Kommentarspalte des Reports sind handgeschriebene Notizen. Am 25. März am Boden des Pools sind ein paar Rankenfußkrebse. Keine Ahnung, wo die herkommen. Jemand muss sich um das Problem kümmern. 30. März. Die Rankenfußkrebse sind wieder da. Es scheint so, als würden sie eine Kolonie bilden. Vielleicht sind die eine neue Spezies. Vielleicht halte ich sie mir als Haustiere. 10. April. Die Wasserleitung war beschädigt. Sie wurde repariert, aber eine Kontaminierung liegt im Bereich des Möglichen. Die Verantwortliche für die Sicherheit war nicht gerade glücklich. Vielleicht hat es was mit dieser neuen Art von Rankenfußkrebsen zu tun. 12. April. Igitt. Das ist keine neue Art von Rankenfußkrebsen. Das steht schon mal fest. Der Bericht endet hier. Hier kann man die Reinigung des Beckens initiieren. Und los geht's! Was habe ich da gemacht? Ja, irgendwas macht er jetzt auf jeden Fall. Filtration's gonna take a while. Should've known. I'll come back later. Okay, wir sollten später nochmal kommen, wenn das hier alles bereinigt ist, okay? Das denke ich mir mal. Was ist das? Ich würde gerne wissen, was das ist, verdammt. Egal. Nehmen wir ein neues Gewehr. Cool. Coole Sache, verdammt. Okay. Na komm schon. Mit dieser düsteren Musik. Das ist ein riesiges Schiff, gell? Wahnsinn. Ja, es funktioniert nicht. Alles funktioniert hier nicht. Es funktioniert nie was. Jetzt gehen wir da runter. Da ist die Waffenkiste. Sehr gut. So, lass uns mit der gleich mal was ausprobieren. Ah, Feuerrad, okay. So, haben wir hier... Ja, genau. Da kommt's rüber. Dann machen wir hier, machen wir... Schaden. Feuer zwei Schüsse hintereinander. Mit nur einer... Ah, nee, das brauchen wir jetzt, glaube ich, echt nicht. Das ist verschwendete Munition. Schade, dass ich nichts mehr habe. Aber ich glaube, ich kriege mir schon hin. So, ist okay. Wir könnten theoretisch die andere Waffe hier reinholen. Also herbringen. Ah, nee. Wir lassen es jetzt so. Oh, nee, warte. Ich muss hier oben lang. Okay. Öffne dich. Cool. Raymond. Wie bist du da reingekommen? Looks like we both were too late. What are you talking about? Huh. Ignorant creatures who do not yet know of us. The time both of you. Has come. Look. Thou wilt that I renew. Desperate grief wrings my heart already. Little masked friend. Dare I speak of it? But if my words be seed that may bear fruit of infamy to the traitor whom I know, speaking and weeping shalt thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here. The world is in our hands. This is the T-Abyss virus, and we're equipped to infect one-fifth of the Earth's waters.
And even a child could guess what will happen next. We are Veltro. Vengeful messengers from the depths of the Inferno. So this is our man. I knew it was Veltro. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Send a team to Valcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Mediterranean was just like a big lake. Be patient. Finding a ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Hey, are you even listening? We'll find you, Jill. I promise. Ein Versprechen. Ein Versprechen. Perfekt, haben wir es geschafft? Jawohl. Episode 3. Veltros Geister. Ende. Wie haben wir denn abgeschlossen? Oh, 3 Tote. Sehr schön. So, zeig uns mal her, wie wir es abgeschlossen haben an sich. Oh! Cool, besiegen Sie 100. Für die Kampagne, cool. PC 356. Schließen Sie Episode 1 bis 3 ab. Hauptzugmodus-Stufe, okay, freigeschalten, okay. Gut. So, Freunde, ich würde sagen, wir speichern hier mal ab. Und ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht, was wir jetzt erfahren werden. Und was eigentlich Raymond da auf diesem Schiff zu suchen hat. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr seid alle die Größten. Macht's gut. Ciao.